Gunter Thiersch zum Wetter von morgen. Eine solche Wetterlage kann eben die unterschiedlichsten Gesichter haben. Ob es nun schneit oder regnet, ist dabei oftmals von nur sehr geringen Temperaturgegensätzen auf engstem Raum abhängig. Dieses gewaltige Tiefdruckgebiet hier über den Alpen, es sorgt für diese Temperaturgegensätze. Seine Wolken rotieren hier über ganz Europa. Und dabei zapft es immer wieder unterschiedliche Luftmassen an. Zum einen die Kaltluft, sie kam aus Norden, ist inzwischen am Mittelmeer gelandet und auch in Teilen Westeuropas. Und mit der Warmluft, die jetzt hier von Osten zu uns strömte. Und dabei lag heute der Südwesten Deutschlands in der kalten Luft. Es schneite also, ja, und im Osten lag die Warmluft, daraus regnete es. Nun wird diese Warmluft langsam wieder nach Osten abgedrängt, denn ein Teil dieses Wirbels über den Alpen zieht langsam nach Polen. Dahinter kommt dann etwas kühlere Luft. Und das bedeutet für die kommende Nacht, dass der anhaltende Regen im Norden und im Osten langsam wieder in Schnee übergeht. Zu welcher Stunde, das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Aber Sie sollten morgen früh überall in ganz Deutschland mit gefährlicher Straßenglätte rechnen. Zudem kann dazu auch noch dichter Nebel kommen. Nur in Bayern und wohl auch in Schleswig-Holstein bleibt es überwiegend trocken. Und die Temperaturen bleiben winterlich so um die 0 Grad. Morgen am Tage... Ja, da bin ich schon dran. Soweit also die Wettervorhersage. Im heute